Jeden Morgen gehe ich diesen Weg. Einer unter 2000 Studenten der Freien Universität. Jeden Morgen gehe ich diesen Weg. Eine unter über 33.000 StudentInnen der FU. Neugierig auf die Freiheit, von der man so viel sprach. Und wollte studieren. Auf der Suche nach der Freiheit. Freiheit. Hallo, ich bin Alisa. Ich studiere hier Biologie und Physik auf Lehramt im vierten Mastersemester. Ich will wissen, wo die Werte meiner Uni herkommen und wie sie sich in den letzten 75 Jahren verändert haben. Insbesondere die Freiheit in freie Universität. Was ist Freiheit in freie Universität für dich? Freedom for me. Schwierige Frage. Ich habe eigentlich die Freiheit, mich ganz gut selbstständig zu organisieren. Was zu meinen Bedürfnissen passt. Ich glaube, frei bedeutet für mich offen. Ohne Grenzen gesetzt zu haben. Die gleichen Möglichkeiten geben. Alles fragen zu können. Nicht ganz darin zu laufen. Dass hier Leute aus der ganzen Welt kommen können. Die Freiheit, jegliche Kreation von Kaffee zu probieren. Ich zum Beispiel komme aus Brasilien und studiere hier Jura. Auf der anderen Seite, ich als Berlinerin konnte ins Ausland gehen, um dort auch Erfahrungen zu sammeln. Ich finde es ganz interessant, dass du das fragst. Weißt du, warum unsere Uni Freie Universität heißt und woher die Werte kommen? Sie kommen doch aus unserem Siegel, oder? Veritas, Justitia, Libertas. Ja, aber warum? Komm, wir finden das mal raus. Es gibt ein großes Goethe-Wort. Schädliche Wahrheit. Ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrtum. Das ist der Leitgedanke, nach dem wir arbeiten und wirken, forschen und lehren wollen. Also Wahrheit liegt vor allem in der Wissenschaft. Und genau deswegen sind wir immer nach der Suche neuer Erkenntnissen. Was ist aber mit der Gerechtigkeit? Wir wollten uns nicht in eine bestimmte politische Richtung drängen lassen. Dass bei den Zulassungen nicht das Können oder die Begabtheit entschied, sondern die Parteizugehörigkeit zur SED und die Zugehörigkeit der Eltern zum Proletariat. War das Freiheit? Stell dir das mal heute vor. Wir wollten studieren. Frei und ungehindert studieren. Darum forderten wir an diesem Abend eine freie Universität. Die Entwicklung einer freien Universität im Westen Berlins. Bei denen die Parteipolitik keine Rolle spielte. Die Zulassungsprüfungen begannen vor einem Vertreter des öffentlichen Lebens, einem Professor und einem Studentenvertreter. Gerechtigkeit heißt also heute wie damals, dass jeder und jede an der FU studieren kann. Heute würde man es wohl Diversity nennen. Kann man die Werte von der Gründung 1948 wirklich mit heute vergleichen? Ich denke, es ist genau das Wechselspiel der Werte, das die Uni bis heute ausmacht. Ja, voll. Und besonders die Freiheit stand in den letzten Jahren immer wieder vor neuen Herausforderungen. This school is interested in turning out citizens of the world. Men who comprehend the difficult, sensitive tasks that lie before us as free men and women. And men who are willing to commit their energy to the advancement of a free society. That's why you're here, and that's why this school was founded, and all of us benefit from it. Ich bin richtig froh darüber, dass die StudentInnen damals so dafür gekämpft haben, dass wir es heute so viel einfacher haben. Total. 75 Jahre in dieser Freiheit festzuhalten, sie immer zu hinterfragen und neu zu denken, das ist das Freie in freier Universität. Und das sollten wir feiern.